Sie suchen sich den Adrenalinkick für einmal nicht auf der Piste. Die Moto2-Piloten Tom Lüthi und Dominik Egeter sind Anfang August die Staumauer im Verzaskatal durchabgumpet, wo James Bond-Fans aus dem Film GoldenEye kennen. Obwohl sich TÜV-Profis den Nervenkitzel gewöhnt sind, vor dem Sprung sind sie alles andere als entspannt gewesen. Ja, ich bin schon ziemlich nervös, wenn man hier so nahe steht und eben so kurz vor dem Absprung ist. Doppelt das Herz schon ein bisschen härter. Aber ich freue mich auf den Sprung und ich hoffe, ich sehe ihn dann wieder. Ja, natürlich ist man ein bisschen angespannt und nervös und so. Es ist schon heftig, wenn man sich überlegt, dass man da irgendwie der Staumauer nachkommt, weit runter, was irgendwie über 200 Meter runter geht, ist schon happig. Aber ich freue mich wirklich drauf. Zum genau sein sind es 220 Meter, wo es den berühmten Staumauer entlang durchabgeht. Eine Premiere für die beiden TÜV-Profis, die es in sich hat. Ja, es war ein super Adrenalinkick. Immer noch ziemlich ein bisschen aufgeregt. Ein geiles Gefühl, so frei. Freien Fall für ein paar Sekunden. Und es ist geil, so der Mut zu überwinden, dort hier runterzukommen in das Loch. Cool, sehr, sehr cool. Das ist natürlich schon der Moment, wo man auf die Plattform geht. Ist happig, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe etwa dreimal nachher gefragt, hey, hat er das Ding gut abgehungen da? Aber nein, ist es ein absolutes Geniessen. Sobald man angesprungen ist, ist es ein absolutes Geniessen. Ein Genuss wird es auch bei der nächsten Station für die beiden Adrenalin-Junkies. Dann geht es nämlich ab zum Canyoning. Es ist bei einem Ort jetzt zum Beispiel mit dem TÜV-Fahrer-Adrenalin im Spiel. Das ist ganz klar hier auch. Aber es ist mehr Freizeit halt. Es ist mehr einfach ein Spass. Und TÜV-Fahrer ist dann auch schlussendlich auch ein Job. Aber sonst mache ich viele Sportarten, die vielleicht ein bisschen extrem sind. Ja, das ist das, was mich halt reizt. Und irgendwie suche ich den Adrenalinkick immer wieder. Spätestens beim Start vom British GP in Silverstone wird am Sonntag das Herz von Tom Lüthi wieder höher schlagen. Der Dominik Egerter muss aufgrund von seiner Schulterverletzung leider pausieren.